Die Menschheit bildet ein neues Bewusstsein aus, das es nicht mehr nötig macht, einen Menschen, ein Haus oder die Natur darzustellen, sondern das erlaubt, mittels der Fantasie Raumempfindungen zu entwickeln. Lucio Fontana schrieb dies 1947 zusammen mit anderen Künstlern in Mailand, die wie er nach dem Zweiten Weltkrieg einen neuen Anfang suchten. Eine Möglichkeit, im Bilde Erfahrungen des Unterbewussten sichtbar zu machen. Eine Methode, die wandelbare, vergängliche Wirklichkeit hinter sich zu lassen und den Urkräften des Lebens näher zu kommen. Eine künstlerische Sprache schließlich, die den Betrachter in die Lage versetzt, frei und offen seinen eigenen Fantasien nachzugehen. Die Materie ist von unbestimmter Gestalt. Sie verdichtet sich bei vielen Bildern Fontanas zur Mitte hin und bildet ein bewegtes Zentrum. Sie bricht auf, bildet Krater und Schründe, sie leuchtet und zerfällt, verlischt, versinkt im Dunkel, in grauen Tiefen, in schwarzer Unendlichkeit. 1957 malte Fontana dieses Bild. Es heißt Concetto Spaziale, wie die meisten seiner Arbeiten fortan. Das bedeutet Raumkonzept, nicht mehr und nicht weniger als die bildgewordene Vorstellung von Raum, als die Verkörperung von Formen, von Materie in der Hülle des Kosmos. Ist es vielleicht ein Gesicht, das uns aus der Tiefe des Raumes ansieht? Ein Schatten der Erde im bestirnten Himmel? Ist es ein einzelnes Objekt oder sind es deren mehrere mit strahlender Flugbahn? Um seine Vorstellungen einer neuen Räumlichkeit im Bild deutlich zu machen, greift Fontana zu einem Instrument, mit dem sich zuvor niemand je in friedlicher Absicht einer Leinwand zu nähern gewagt hat. Er durchsticht die Malfläche mit einem Locheisen. Er stanzt Löcher in den seit Jahrhunderten unangetasteten Malgrund. Wie automatisch zieht die Hand mit dem ungewöhnlichen Instrument über die ungeschützt daliegende Substanz der Malerei hin. Löcher werden zu Zeichen für Sterne am Firmament. Sie treffen auf Dunkelheiten, sie tauchen ein in lichte Partien. Fontanas Eingriff in die Bildfläche wirkt dabei nicht als brutaler Akt, der er ja eigentlich ist. Die Spuren des Locheisens greifen vielmehr in seine Malerei ein, als sei dies ein ganz natürlicher Vorgang. Jede Komposition ist eine bildnerische Erfindung in sich, schön und gelassen, trotz mancher Untiefen. Eine suggestive Aufforderung, in einen unbestimmten Raum einzudringen. Manchmal öffnen sich die Perforierungen nach vorn, auf den Betrachter zu, und schaffen dabei eine merkwürdige räumliche Distanz. Dann wieder weiten sie sich nach hinten und weisen jenseits der farbigen Oberflächen auf einen anderen, imaginären Raum hin. Die Öffnung des Bildes suggeriert unbegrenzte Tiefe. Eine Möglichkeit für den Betrachter, Ruhe zu finden in der Bewegung farbiger Flächen und intensiv wirkender Zeichen. Meditationsbilder. Die Concetti Spaziali des Lucio Fontana setzten im Jahre 1949 mit den Perforierungen ein. Seither gehörte der Künstler zur Avantgarde Europas. Fontana, als Sohn eines Bildhauers, 1899 in Argentinien geboren, war damals ein Mann um die 50. Er wurde Ingenieur, bevor er in den 20er Jahren selbst zur Bildhauerei kam. Jemand, der sich früh für Luftfahrt und Weltraumtechnik begeisterte und der nach dem Zweiten Weltkrieg auf seine Erfolge als Schöpfer figürlicher Skulpturen verzichtete. Wir leben im Zeitalter der Physik und der Technik. Bemalte Pappe und aufgestellter Gips haben keine Daseinsberechtigung mehr, sagte Fontana. Sein Griff zum Locheisen war sicher eine revolutionäre Tat. Das heißt allerdings nicht, dass dieser Künstler die Vergangenheit abendländischer Kunst missachtete.
Er behielt in seinen Concetti Spaziali nicht allein den Rahmen des traditionellen Staffeleibildes bei, er wies in seinen Schriften auch gern und bewundernd auf die großartigen Raumdarstellungen des Barock hin. Doch dann tat er Ende der 50er Jahre einen weiteren Schritt und sprengte so endgültig die allgemeine Vorstellung von einem Kunstwerk. Seine sehr bewusste, scharf kalkulierte und äußerst konzentrierte Gebärde zerstörte das Gefüge seiner Malerei, damit ein neues Bild entstehen konnte. Der Schnitt in die Leinwand führte Fontana in eine neue Dimension seiner Kunst. Der erneute Eingriff in die Oberfläche der Malerei, die Zerstörung des jetzt meist monochromen, das heißt einfarbigen Bildraumes, offenbarte Fontanas Ziele weit stärker, als es die Flächenmuster der Perforierungen gekonnt hatten. Seine Theorie von der notwendigen Darstellung unendlicher Räume, von der sichtbar zu machenden endlosen Natur, gewinnt mit diesen Schnitten erst ihre konsequente Gestalt. Wie Wunden können manche von ihnen aussehen, wie Verletzungen, die den Tod der Malerei verkündeten, gäbe es nicht diesen neuen Zustand der Konzentration. Athese, Erwartungen, hat Fontana seine frühen Schnittbilder nicht umsonst genannt. Eine unbestimmte, unbestimmbare Weite tut sich in ihnen auf, sie entführt den Betrachter in eine andere, ferne Welt. Ihrer meditativen Ruhe stehen im Werk des Künstlers unruhigere Wege in den unendlichen Raum gegenüber. Zwischen den Buki, jenen Kompositionen mit eingestanzten Löchern, und den radikalen Konzentrationen auf einen oder mehrere Schnitte durch die Leinwand liegen lyrische Abstraktionen von glitzernder Farbigkeit, Sternenhimmel aus Glassteinen geformt. Concetto Spaziale. Das ist der Weg eines Künstlers in Räume, die größer sind als eine weite Landschaft. Und unendlicher, als das Auge wahrnimmt. Concetto Spaziale, wie hier in einem Beispiel aus dem Museum des 20. Jahrhunderts in Wien, das ist die Erforschung des Kosmos mit den Mitteln der Malerei. In einer Zeit, die sich die Eroberung des Weltalls zum Ziel gemacht hatte. Kunst, so sagte Fontana, sei ewig, weil sie im schöpferischen Geist der Menschheit lebe. Die Materie dagegen sei nicht ewig im zeitlichen Sinne. Er bewunderte die Künstler der Barockzeit, weil sie, seiner Meinung nach, zum ersten Mal die Natur als etwas Dynamisches empfanden und die Bewegung als ein der Natur innewohnendes Prinzip erkannten. Er hat Bilder geistigen Fortlebens hinterlassen, Formen und Farben, Aufbrüche und Einschnitte, mobile Materie als Gleichnis kosmischer Bewegung. Der Betrachter kann sie empfinden, sich in sie hineinbegeben. Lucio Fontana stand durchaus in der Tradition der Moderne und wollte doch etwas vollkommen Neues. Etwas, das der Gegenwart und ihren Erkenntnissen entsprach. Seine Versuche mit dem Raum führten ihn zu vielen Varianten des Concetto Spaziale, zu einem Kosmos im Bild, in dem sich Natur und Malerei in einem neuen, zeitgemäßen Ganzen vereinten. Auch meine Kunst, sagte er, ist ganz geprägt von dieser Reinheit, dieser Philosophie des Nichts, dass nicht das Nichts der Zerstörung ist, sondern das Nichts der Schöpfung. Und gerade der Schnitt, das Loch, die ersten Löcher galten nicht der Zerstörung, sondern im Gegenteil einer Dimension jenseits des Bildes. Es war die Freiheit, Kunst durch irgendein beliebiges Mittel, irgendeine beliebige Form zu verwirklichen.